Guten Tag, schöne Damen und Herren. Ich bin der Moritz. Tschüss, tschüss. Hau mich mal nicht, Bruder. Die hat mir fast eine Gaune. Grüß mein Friseur, Decker. Yusuf, Habib Albi. Beruf des Textil- und Modenähers, um dann zu studieren, nämlich Bekleidungstechnik und Konfektion. Tschüss. Polizei baut Unfall. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Freunde, heute ist es mal wieder soweit. Ich begrüße euch zu der heftigsten Serie auf ganz YouTube, Freunde. Deswegen, ihr könnt schon sehen, Dior. Heute sind wir wieder am Start und holen uns mal was Heftiges von Dior. Ich habe meine Dior-Schuhe an, aber den Rest, den holen wir uns jetzt von drin. Wird wieder mega heftig. Ich hoffe, wir können drin filmen, Freunde. Was ich auch noch kurz sagen muss, Leute, das Wetter, was denn heute eigentlich los? Es hat gerade eben geschneit. What the fuck? Vor einer Woche war ungefähr Sonnenschein, 22 Grad. Jetzt hat es auf einmal geschneit, Freunde. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal rein in die Episode und gehen direkt rein in den Laden. Let's go! Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben mal wieder bei Dior eingekauft, Freunde. Es ist wieder mega nice geworden. Heute 1200 Euro ausgegeben. Oh, Freunde, das hat schon wieder wehgetan im Herzen. Auf jeden Fall ziehen wir uns die Klamotten jetzt erstmal an. Wird mega cool. Auf jeden Fall auch mal ein bisschen was anderes als sonst. Wir können auch sehen, wir haben so einen kleinen Anhänger bekommen. Kors, die neue Kollektion auf jeden Fall, Freunde. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir uns die Sachen erstmal an und gehen direkt schon rein in die Outfits. Deswegen geht's direkt los. Bis gleich. Freunde, ihr könnt sehen, auf jeden Fall sind wir wieder in gewohnter Umgebung hier im Mall of Berlin, Freunde, richtig heftiges Teil, weil es ist viel zu kalt, Alter. Deswegen würde ich auch direkt mal sagen, ihr könnt schon sehen, Dior, all over, richtig heftiges Ding. Wir checken mal die Preise ab, deswegen beginnen wir direkt los. Und vorher muss ich auf jeden Fall noch sagen, wir haben wieder einen Ehrengast dabei, man kennt ihn, Bruder, was geht? Was geht, Bruder? Ich schwöre schon. Ihr kennt ihn, Freunde, Mo heute am Start. Wir haben ein bisschen was verändert bei seinem Outfit. Deswegen starten wir auch direkt mal in sein Outfit rein. Deswegen wird es richtig nice, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, damit würde ich sagen, starten wir direkt mal rein in das Dior-Fit. Ihr könnt schon sehen, die Schuhe sollten eigentlich bekannt sein. Dior B22 Trainer, Hardcast-Dinger, richtig kranke Teile. Retail 800 Euro bezahlt. Ihr kennt den Hasen mit dem Reflektriffstreifen. Machen wir weiter mit der Hose, Freunde. Gerade eben im Shop gegönnt. 750 Euro das Ding. Das ist so ein Navy-Ton, so ein bisschen blau. Mega heftiges Teil eigentlich hier an der Seite mit dieser Naht. Machen wir weiter mit dem T-Shirt. Richtig krankes Teil. 450 Euro hat mich das Ding gekostet, nur wegen dieser kleinen Biene. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Dior-Fit, machen wir weiter mit dem Off-White-Fit. So, Freunde, um euch ein bisschen Varianz zu liefern, haben wir jetzt mal hier die Air Force Volt am Start. Richtig kranke Teile, mal was fürs Auge, Freunde. Wie viel kosten die Retail-Kollege oder wie viel hast du bezahlt? 170, glaube ich, oder so Retail. Machen wir weiter mit der Hose. Heute mal ein richtig heftiges Teil, auch mal ein anderes wieder am Start. Komm mal raus, was das für ein Ding ist. Die ist von New York Coolwear und kostet, glaube ich, so um die 90 Euro irgendwie so um den Dreh. Ganz genau. Und weiter mit dem Hoodie. Ihr kennt ihn, Freunde. Ja, ganz genau. Das ist das Mona Lisa-Ding. Ihr kennt es. Wie viel war das nochmal? 450. 450 um den Dreh, Freunde. Ganz genau. Ach, Freunde. Ich bin hier heute am Start. Kurz an der Rolltreppe, Freunde. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal direkt hier rum und fragen mal die Girls auf ganz spontan, wen sie denn von uns beiden mehr preferen. Komm mit, Kameramann. Wir gehen direkt mal rein. Steppen rein in den Hasen. Wir wollen ja auch, dass das Ganze noch spontan bleibt. Deswegen gehen wir direkt mal hier in den Laden rein. Bershka, Freunde. Ich hoffe, da wird die ein oder andere heute am Start sein, weil es ist mega kalt. Es ist unnormal. Digga, es schneit in Berlin. Was geht denn ab? Deswegen, Freunde, gucken wir hier mal, ob sich hier das ein oder andere Girl befindet, was wir befragen können. Hallo, wie geht's? Ganz genau. Heilige Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen gucken, welches Girl wir denn hier befragen können. Und da sehe ich auch schon ein Geschöpf, was wir befragen können. Na, Schnecke? Freunde, ich hoffe, sie hat es nicht gecheckt. Wir sprechen die jetzt einfach mal an, vielleicht klappt es ja, vielleicht nicht. Servus. Entschuldigung, hättest du vielleicht kurz Bock, ein Video mitzudrehen? Wir machen Dior gegen Off-White. Hättest du kurz Bock mitzumachen? Ja, gerne. Und man hat auf jeden Fall wieder gesehen, Digga, meine Anmach-Skills sind einfach die besten. Ich glaube, sie hat es gar nicht gecheckt, auf jeden Fall. Ja, servus, wie heißt du denn? Hau mal kurz deinen Namen raus. Emily. Emily, genau. Schnecke. Auf jeden Fall, kurz raushauen. Für diese Hose wirklich... Was ist denn los, Alter? Das Leben eines YouTubers wird immer schwerer. Ich wurde hier verbannt aus meiner Heimat. Die Mall of Berlin hat mich gerade verbannt. Die kamen gerade zum Security-Typ, hat gesagt, weg hier! Auf jeden Fall, wir haben keine Drehgenehmigung, deswegen mussten wir das Ganze verschieben. Trotzdem ist das Girl immer noch am Start. Deswegen fragen wir dich nochmal, wie heißt du denn? Emily. Ganz genau, sie ist Emily, Freunde. Und deswegen starten wir direkt auch schon rein. Welches du auf jeden Fall von den beiden cooler findest und warum? Hau mal raus, Emily. Ja, also ich finde das Off-White Outfit viel das besser. Kann schon mal gar nicht sein. Sie lügt, Freunde. Mach. Einfach, weil die Schuhe ein mega Eyecatcher sind und
dein Outfit ist ja eher schlicht gehalten und ich finde einfach, es fällt mehr auf und es macht einfach mehr, Bock da drauf zu gucken und zu... Das macht richtig Bock, oder? Ja, nein. Also ja, okay, aber guck mal, die Schuhe, die sind ja schon extrem auffällig. Feierst du so auffälliges Zeug oder? Ja, du hast gerade eigentlich schon gesagt, aber hau nochmal raus. Ja, also eigentlich bin ich eher unauffällig, aber so ein Eyecatcher... Und wie kommt dann diese Wendung, dass du auf einmal diese Schuhe... Also ich finde, ein Eyecatcher am Outfit kann schon sein. Also ich meine, ich trage ja auch komplett schwarz und habe einen gelben Gürtel an und er hat einfach auch ein Shorts-Outfit, aber diese neongelben Schuhe und ich feiere das einfach, wenn man einen Eyecatcher hat. Ach ja, okay. Was denkst du denn, ist das Outfit wert und wie viel ist meins wert? Einfach nochmal auf spontan. Ja, also sein Outfit ist vielleicht so, ja, würde ich mal 600 Euro schätzen, ungefähr. Meins? Ich würde es auch vielleicht 900 Euro schätzen, ungefähr, wenn nicht sogar mehr. Oha. Ja, nein, ist schon an sich ganz gut. Man kann sie nicht komplett rapen, weil sie hat schon so eine gewisse Vorahnung. Wir liegen hierbei aber schon alleine bei der Hose bei 750. Was sagst du dazu, hau mal raus? Also ich finde dafür, dass die Hose sehr, sehr schick gehalten ist und auch du irgendwo anders billiger eine Hose so in dem Fit kriegst. Ich finde es übertrieben, den Preis, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, klar, es ist Dior, aber es ist schon ganz schön heftig. Richtig heftig. Ding. Hau mal raus, wen von uns beiden attraktiven Schlingeln, würde ich schon fast sagen, findest du denn einfach sexier und würdest du eher zu einem Date einladen oder dich einladen lassen? Ja, also da ich Off-White so feier, würde ich eher... Das hat man gar nicht mit dem Outfit zu tun. Du musst dir sagen... Guter Style, kann man nicht nein sagen. Guck mal, was ist mit der los? Abflug! Wenn du willst, kannst du noch kurz deinen Instagram raushauen. EMLIPRS. Perfekt. Wird hier eingeblendet, nicht, Freunde, deswegen. So, Freunde, wir sind ja jetzt leider gezwungen worden, hier die Location zu ändern. Deswegen sind wir gerade mit der U-Bahn auf dem Weg zum Alexanderplatz. Und Freunde, ich will das Cringes Level nochmal auf eine neue Stufe bringen. Und ich höre, es gibt nichts Unangenehmeres, als in der U-Bahn Leute zu fragen, welches Outfit denn besser ist. Und deswegen habe ich mal den Mob beauftragt, das zu machen. Wir gucken mal. Und dann fragen wir die jetzt auch nochmal und gucken, ob die eine oder andere sich dazu bereit erklärt, das zu machen, Freunde, ganz genau. Unangenehm. Es gibt doch nichts Unangenehmeres als eine volle Bahn. Rein in Olga! Da hat er wohl doch keine Eier. Na aber. Guten Tag, schöne Damen und Herren. Ich bin der Moritz. Und wir drehen hier ein Video. Hör auf. Schwierig. Ich glaube, sie möchte nicht. Super Flash oder was? Nein, wir drehen nur ein Video. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit, unser Outfit zu bewerten? Wunderbar. Hallo. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit, unsere Outfits zu bewerten? Nee, haben wir nicht, weil wir gleich aussteigen. Okay, schade, danke schön. Unangenehmes Feeling. Ich muss schon ehrlich sagen, es gibt doch nichts Unangenehmeres als eine S-Bahn-Fahrt. Digga, es ist ja so behindert. Wenn ihr auf jeden Fall mal sowas in der vollen Länge sehen wollt, wie wir auf jeden Fall das ganze Ding in der U-Bahn drehen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, Cringe Level ist bei dem Ding schon über 9000, aber wir wollen uns ja auch steigern, Freunde. Deswegen gehen wir voll rein in die Bredouille. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt mal nochmal am Alexanderplatz. Freunde, wir hoffen, dass wir nochmal das ein oder andere Girl hier auf jeden Fall treffen, damit wir auch noch mal ein paar Leute haben, die unser Outfit bewerten. Weil bis jetzt war das Video ja einfach nur unnormal cringe. Und deswegen würde ich erstmal hier ein paar Moves machen, Freunde, damit es noch unangenehmer wird, Freunde. Und deswegen suchen wir uns jetzt diesen Girl, Freunde. So, Freunde, deswegen gehen wir schon wieder auf die Jagd. Man sieht schon, hier mit hohen gesteckelten Schüchen sind hier Frauen unterwegs. Die müssen wir uns angeln. Tschüss. Hau mich mal nicht. Oha, warum hast du dich so erschrocken? Hallo? Nee, ich möchte nicht, gar nicht. Okay. Bruder, ich schwöre, die hat mir fast eine gehauen, hast du gesehen? Ich schwöre, die hat mich fast getötet. Freunde, ich weiß nicht, ob das hier das richtige Gelände ist, um hier ein paar Frauen zu befragen, aber wir fragen direkt mal die Nächsten. Entschuldigung, ich hätte mal eine kurze Frage an Sie. Nur, auf Wiedersehen. Was, wo kommt es? Auf YouTube. Okay. Haben wir irgendwas raus, Digga? Wie viele Girls hast du schon weggeballert? Tschüss, Bruder. Ich werde es nicht sagen, weil dann kommt dein Mädchen zu mir. Du bist ein Fuckboy, da kann ich kein Mädchen mehr klären. Raus, vorbei, Bruder. Wie heißt du denn, Bruder? Samir. Samir? Ja, Bruder. Okay, guck mal, wir haben ein ganz normales Format. Ich will dich nicht so verarschen. Wir haben hinten noch einen Kollegen, der trägt auch voll. Kannst du es von hier sehen? Ah, ja. Wir sehen, siehst du sein Outfit? Ja. Du siehst meins auch, ne? Okay. Hau mal kurz raus, welches du von den beiden krasser findest und warum. Deins, ja, weil seine Schuhe neongrün. Er zieht heute noch neongrün an. Das sind diese, ich weiß nicht, die auf Partys gehen, Bruder, und dann irgendwie Highlight tanzen mit deren neongrünen Schuhen. Kannst du diesen hier tanzen? 1, 2, 1, 2. Aber es sind Off-White, Digga. Kennst du nicht Off-White? Nein. Nike ist Off-White? Nein, Bruder, kennst du nicht. Kennst du nicht? Kennst du Dior? Nein, ich kenne nur das, was Kanaken tragen. Air Max
Guck mal, alle gleichen Gucci. Gucci kennst Gucci, du Bruder, von Dings Bazar. Vom Bazar? Vom Bazar auf jeden Fall. Ich grüße meinen Friseur, Digga. Yusuf, Habib Albe. Okay, Digga, hau mal kurz raus. Mein Outfit, ne? Was denkst du, ist das wert? Ich glaube, diese Bruder 5 Euro. Wegen dieser Biene-Dings. 5 Euro Biene? Nein, okay, 20 Euro. Okay, und Hose? 40. Soll ich dir mal sagen? Alles Dior. Kennst du Dior? Kennst du nicht? Ja, Dior. Kurfürstendamm, die Filiale. Kenn ich. Auf jeden Fall Dior. Schuhe 800, Hose 750 und T-Shirt 450. Ist das ein T-Shirt? Bei Bazaar hättest du günstiger bekommen wahrscheinlich. Natürlich, Bruder. Da hättest du diese bekommen. Sieht genau gleich aus. Aber dieser hätte 5 Euro, 10 Euro, 5 Euro. Und noch Halskette. Diese, Bruder, was jeder denkt, ist auch egal. Hab ich schon links. Die 20 Euro von Parkstraße. Geh, Bruder, noch rein. Willst du noch kurz deinen Instagram raushauen? Samir-Boxer mit 3R, 65-M. Digga, wir brauchen Frauen. Das Boah, Frauen, warte mal. Soll ich Frauen holen? Mädchen. So. Digga, warte. Komm mit. Ich muss jetzt mal einen anderen moderieren, Digga. Auf jeden Fall, wir haben unseren Kollegen hier, der will jetzt nochmal ein paar Girls von klar machen, weil, Digga, Südländer, die klären immer. Ja, Bruder, auf easy, Bruder, zeig mal deine Skills. Ja, mal Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wir machen gerade ein YouTube-Video. Sorry, nein. Entschuldigung, eine Frage. Eine kleine Frage. Können wir kurz eine Frage stellen? Boah, Alter, ich höre nicht mehr, Bruder, nimmer. Ich will hübsche Mädchen. Die läuft doch. Ja, Bruder, aber die kennen mich nicht, Bruder. Die kennen mich einfach nicht. Entschuldigung, wir haben eine kleine Frage. Wir machen ein YouTube-Video. Und zwar wollten wir fragen, was war denn die Frage? Hallöchen, die Damen, wie geht's Ihnen? Nur eine kurze Frage. Sie müssen nur ganz entspannt antworten. Sehen Sie mein Outfit? Ja. Wunderschön, oder? Und wir haben da drüben noch mal einen netten Herrn. Wie finden Sie denn unsere Outfits und welches gefällt Ihnen besser? Hauen Sie mal raus. Ich stehe auf seine Schuhe. Echt? Ja. Stehen Sie so auf neon-grelles Zeug? Ja, und auf Nikes natürlich. Oh, ja, richtig fresh. Sorry, dein Pullover gewinnt. Echt, warum? Sie müssen jetzt mal rausnehmen. Was finden Sie denn so toll an ihm? Kultur. Er tut so, als ob er Kultur hätte. Haben Sie denn Kultur? Ich hoffe. Sie sehen Off-White gegen Dior. Sie haben sich jetzt für Off-White entschieden, sagen Sie. Soll ich die Frage nochmal sagen? Ja, bitte. Wir haben hier einmal Off-White. Das Outfit. Und einmal Dior. Das ist von Dior? Das ist richtig, ja. Oh. Aua. Hä, wieso aua? Also ich bin auf einer Modeschule und denke mir gerade so. Hä, Dior X Course, da müssen Sie es ja kennen. Ich bleib dabei. Echt? Und Sie haben gesagt, Sie sind auf einer Modeschule. Was machen Sie denn dort? Unterrichten Sie oder sind Sie Schülerin? Ich bin mittlerweile wieder Schülerin und lerne den Beruf des Textil- und Modenähers. Können Sie es verantworten? Ich habe es nicht verstanden. Den Beruf des Textil- und Modenähers, um dann zu studieren, nämlich Bekleidungstechnik und Konfektion. Nice. Lernt man da dann auch so welche freshen Hosen zu schneiden? Sie wissen ja ein bisschen Mode Bescheid, hin und her haben Sie ja schon gesagt. Sieht man auch auf jeden Fall an. Deswegen fragen wir Sie, wie viel kostet denn mein Outfit jetzt? So 150 die Schuhe, 80 die Hose. Beim T-Shirt kann ich es nicht einschätzen, die Jacke auch nicht. Hose 750 Euro und das T-Shirt 450 Euro. Was sagen Sie dazu? Dass ich niemals für einen Namen so viel Geld bezahlen würde. Okay, was sagen Sie? Naja, Dior, ich kenne sonst nur die Sakkos von Dior und die liegen ja schon bei 800 Tacken. Ja, also, es ist völlig normal. Verdammt. Und allein, was die in der Haute Couture machen mit den ganzen Blüten und so. Haben Sie die Haute Couture von denen gesehen mit diesen X-Cores? Also, wo, als diese Statue in der Mitte stand und die alle drumherum gelaufen sind? Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Schade eigentlich. Okay, die letzte Frage, die mich auch brennend interessiert und ich hoffe, ich werde da nicht verlegen, weil es ist schon sehr einfach prickelnd. Wen von uns beiden würden Sie eher daten? Ihn. Ihn oder ja, Sie? Ihn. Ach so. Oder den Kamera. Ich dachte. Wenn der zur Verfügung steht. Und was? Tim, Junge! Also Sie finden hier den Kameramann echt sexuell. Ein bisschen Bart und ein bisschen längere Haare. Ihr hört jetzt zum ersten Mal die Stimme von Tim. Die Schnauze, Junge. Okay, und was würden Sie sagen? Ich bin raus, ich bin verheiratet, ich date keine anderen. Wie alt sind Sie? 28. Schon verheiratet? Ja, seit 3 Jahren. Junge Liebe. Absolut. Ist es denn immer noch so glücklich wie am ersten Tag? Glücklicher. Noch glücklicher? Absolut. Freut mich mega. Auf die Mode. Bruder Tim! Was geht denn ab, Alter? Hast du die geile Schnicki-Girl geklärt, hä? Komm mal raus, willst du die wegknattern? Aber wir versuchen hier nochmal ein paar Hot Girls zu bekommen, Freunde. Deswegen suchen wir weiter. Hallo, Girls! Hey, bleib mal hier. Kurz, ihr müsst euch bewerten. Mr. Sexy, komm mal her, Junge! Oh. Geh wieder weg. Haut mal raus, welches ihr cooler findet und warum. Ich glaube, eigentlich das. Am besten alle zusammen, einmal und dann. Also ich finde das besser. Einzeln bitte. Also ich finde seins besser. Warum? Weil ich seinen Pulli liebe und seine Hose mag ich auch. Und du? Ich finde das besser, weil es nicht so grell ist, sondern mehr schlichter. Ich finde den Style einfach besser. Easy, Freunde, was geht denn ab, Alter? Haut mal raus, welche Preise würdet ihr den Klamotten zuordnen? Also ich würde den so auf 300. Ich würde 150 bis 200.
Bruder, was ist los mit dir? Okay, letzte Frage. Wen von uns beiden sexy Boys würdet ihr auf jeden Fall eher daten? Niemanden. Boom. Ja, ich glaube eher ihn. Okay, und du? Ja. Dich. Nice. Ihn. Warum ihn? Warum du ihn? Weil ich ihn hübscher finde. Was findest du hübscher an ihm? Sein Gesicht. Was genau an seinem Gesicht? Unangenehm! Auf jeden Fall, Freunde, machen wir weiter mit den nächsten Girls. Welches Gesicht hat gerade abgesandt? Ich war noch 13. Also Freunde, da ich gerade heftig verloren habe und mein Gesicht anscheinend nicht mehr so schön ist, haben wir hier die liebe Magdalena. Magdalena, und die wird mich jetzt mal ein bisschen schön zaubern, weil Freunde, so was lasse ich nicht auf mir sitzen. Freunde, was ist das für eins live? Man kackt die komplett rein und ich fühle mich jetzt einfach nur noch hässlich, deswegen ist jetzt Magdalena da und die macht mich jetzt einfach nur wundervoll. Also Freunde, wir sind jetzt fertig. Guckt mich mal an. Ich fühle mich schon richtig verändert und ich fühle mich richtig lebendig und wundervoll. Noch kurz ein Instagram raushauen. MagdalenaSavade.mua. So Freunde, da ich mich jetzt auch fühle wie ein echtes Model, muss ich erstmal hier einen Catwalk raushauen. Deswegen guckt zu. Auf jeden Fall, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr mein Face findet. Alter, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen gay. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt noch schöner geworden bin als jemals zuvor. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. So, Freunde, war zum letzten Mal so gut angekommen. Jetzt haben wir ein Polizeiauto. Ich hoffe, die sind wieder so korrekt. Entschuldigung. Hallo? Wollten Sie kurz mal fragen, welches Outfit Sie von uns beiden cooler finden? Wollen Sie kurz mal raushauen? Ich würde mal sagen, die sportliche Version hier von dem. Also würden Sie Off-White sagen? Ja, genau. Und Sie da hinten, was würden Sie sagen? Auch der Meinung. Sie sind auch der Meinung, Off-White? Ja. Letzte Frage, auf ganz entspannt, müssen Sie auch nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Aber wenn Sie jetzt, nee, Sie sind ja eine Frau, aber wen von uns beiden würden Sie dann eher daten? Das ist jetzt gemein, das will ich jetzt nicht. Das ist nicht gemein. Ich enthalte mich da. Weil Sie uns beide nicht so toll finden, oder? Ja, beide sehr sympathisch. So. Sehen Sie denn in meinem Gesicht irgendwas? Sehe ich heute besonders schön aus, oder? Ich weiß nicht, wie du sonst aussiehst. Also, keine Ahnung. Nein, Spaß. Ich war gerade drin, habe mich schminken lassen. Vielleicht sieht man das. Rouge und Puder drauf. Das ist ja klar. Also, Contouring ist da. Contouring? Ja. Tschüss. Fast Unfall. Polizei baut Unfall. Ciao. Bauen Sie keinen Unfall. Nee, nee. Auf Wiedersehen. Ciao. Also, Freunde, das war's mal wieder. Heftige Episode, Freunde. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Heute war mega kacke Wetter und es waren nicht so viele Leute unterwegs. Trotzdem haben wir versucht, auf jeden Fall das Beste draus zu machen, Freunde. In diesem Sinne, Mo, hau nochmal deine Insta-Networks raus. MOE-SO und MOOE auf YouTube. Ihr kennt es, Freunde. Auf jeden Fall ist er nochmal unten verlinkt, Freunde. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Lasst auch einen Kommentar da, Freunde, und abonniert meinen Channel, damit wir endlich mal die 10.000 knacken. Mann! Nein, Freunde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.